Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video und zu einem Trainingsvideo von Bubi. Mit dem waren wir nämlich jetzt zum zweiten Mal in Moritzburg zum Springen und dementsprechend ist das natürlich alles noch sehr aufregend und spannend. Und wir haben die Kamera so gut es geht mit drauf gehalten. Ich muss schon mal vorab sagen, ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist in den Einstellungen. Es ist ziemlich gelb, also es ist durch das Hallenlicht natürlich schon nicht so perfekt von der Belichtung her. Aber eigentlich hat sich das immer sehr gut eingestellt. Aber diesmal hat da irgendwas nicht funktioniert. Da ich ja geritten bin und nicht selbst die Kamera hatte, konnte ich das natürlich nicht sehen und nicht ändern. Deswegen schon mal Entschuldigung dafür. Da kann ich jetzt aber leider im Nachhinein nicht viel ändern. Also ich könnte am Weißabgleich rumspielen und so. Aber wenn man das zu sehr macht, dann wirkt das auch alles sehr, sehr komisch. Das wirkt dann einfach sehr gekünstelt und das will ich jetzt auch nicht. Deswegen lasse ich es einfach so. Es ist halt eben jetzt ein bisschen gelb, passend zu meinem Oberteil. Ja, da wünsche ich euch jetzt trotzdem ganz viel Spaß dabei. Vom Aufwärmen haben wir jetzt nicht wirklich gefilmt, weil da waren dann auch noch andere Reiter mit in der Halle und da wollen wir dann natürlich jetzt keinen großartig stören. Deswegen jetzt hier nur, als ich alleine war, ein paar Sequenzen von der Galopparbeit. Er war am Anfang schon noch ein bisschen beeindruckt von allem. Also er findet gerade so, wenn man an Stangen und Ständern vorbeireitet, das Ganze noch ziemlich gruselig, drüber springen. Wie jetzt hier auch bei den ersten kleinen Sachen, ist aber überhaupt gar kein Problem. Also er ist wirklich ein Phänomen. Egal wo man gegenreitet, er macht das sofort. Wenn er vielleicht mal schwankt und mal guckt, aber er verweigert nicht. Er macht das einfach. Das ist richtig, richtig toll. Wir haben natürlich ganz klein hier angefangen und direkt danach lobe ich auch sofort. Wenn ich jetzt hier zum Trab durchpariere, ist halt gerne meine Anlehnung noch ein bisschen unsicher und unkonstant, weil das natürlich alles noch aufregend ist. Und sich dann wirklich darauf zu konzentrieren und ruhig zu bleiben, ist nicht immer ganz einfach für die jungen Pferde. Aber hier diese kleinen Trabsachen haben schon richtig gut geklappt. Da muss er dann einfach lernen, dass es danach auch in entspannter Anlehnung, wie wir es ja jetzt auch hier haben, weitergeht. Aber das kommt einfach Stück für Stück und nachdem wir hier so ein bisschen aus dem Trab gearbeitet haben und er das schon so toll und routiniert abgerufen hat, ging es dann weiter im Galopp. Allerdings habe ich das mit der Galoppstange nicht wirklich oft gemacht, jetzt nur mal hier so kurz zum Mitnehmen, weil es ist mit so einem Jungpferd auch schwierig im Galopp passend an die Stange ranzukommen. Und da habe ich dann lieber ohne Stange weitergemacht, weil ich dann flexibler bin beim Entscheiden, ob ich ein bisschen vorwärts oder rückwärts reite und dann nicht perfekt an die Stange schon rantaxieren muss. Das kommt dann einfach mit der Zeit. Natürlich ist auf der anderen Seite die Stange auch eine Hilfe, dass man immer passend kommt. Aber ja, ich habe das dann lieber so, auch wenn da mal so ein kleiner Taktfehler noch drin ist. Das ist überhaupt nicht dramatisch. Das habe ich jetzt gleich nochmal so schön im Weitergaloppieren diesen schönen Rhythmus mitgenommen und nochmal von rechts nach links. Jetzt fängt er schon an, richtig tolle Sprünge zu zeigen. Wenn er nämlich ruhig bei mir ist und nicht reinzieht und ich dann am Sprung so einen kleinen Ticken Bein geben kann, kommen da wirklich ganz tolle Sprünge bei raus. Und jetzt hier hat er schön gewartet, hat sich zurücknehmen lassen. Wenn er da falsch landet, das ist jetzt gar kein Drama. Das ist nicht schlimm. Ging direkt weiter an die nächste Aufgabe. Da bin ich aber aus dem Trab hingeritten. Hier, die Cavaletti waren so ein bisschen zum Reinkommen. Und so eine Reihe hat er noch nie gemacht. Deswegen war da auch erstmal so ein kleines Schwanken drin. Aber dafür, dass er sowas noch nicht gemacht hat und dass das natürlich dann auch gleich so eine kleine Kombination ist und viele Stangen, viel zum Gucken, hat er das richtig toll gemacht. Deshalb gleich nochmal wiederholen. Um das zu festigen, vorne, wo jetzt drei Galoppsprünge sind, sind eigentlich zwei Galoppsprünge. Die kriegen wir jetzt auch hin. Jetzt hat er nämlich gleich so ein bisschen Übermut bekommen, hat die Aufgabe verstanden und zack, ging es gleich weiter. So ein bisschen schnell, aber gar nicht schlimm. Das haben wir jetzt einfach Stück für Stück erhöht. Erstmal mit zwei Steilsprüngen, später ist dann auch hinten ein Ochser drin. Aber wie gesagt, also was ich vorhin schon angesprochen hatte mit dem
passend im Galopp überall ankommen, ist natürlich gerade für so eine Kombination erstmal sehr schwierig. Deswegen komme ich da vorne in diese kleinen Cavaletti auch aus dem Trab rein, weil da komme ich dann perfekt in den Rhythmus, in den Galopp jetzt hier über das zweite Cavaletti. Ihr galoppiert da jetzt schon schön rein. Jo. Und dann, wie gesagt, haben wir das so ein paar Mal wiederholt, immer ein Stückchen höher gemacht, immer ein bisschen mehr Ochser hinten reingebaut, dass er das Stück für Stück lernt und Vertrauen zu dieser Aufgabe bekommt. Und da kommen auch Stück für Stück auch immer bessere Sprünge bei raus, auch wenn es dann gleich an eine kleine Parcoursaufgabe geht. Vorher sind wir aber das allererste Mal so ein kleines Mauerteil gesprungen, beziehungsweise ist schon ein gruseliges Mauerteil, aber eher so, okay. Und das war ungelogen. Das erste Mal anreiten. Beim Vorbeireiten 1000 Tode sterben, aber drüber springen ist kein Problem. Er ist wirklich ein Unikat. Ich bin mal gespannt, wo das nach hinführen wird. Auf jeden Fall ist er am Sprung super mutig, hat einen tollen Überblick, tolle Ruhe. Das macht auf jeden Fall Laune auf mehr. Das Ganze dann auch nochmal hier gleich im Galopp. Kurz ausgefallen, kleiner Taktverlust. Aber nicht schlimm, Hauptsache wir sind drüber, weil das war dann auch nochmal zwei Löcher höher. Gleich weiter galoppiert, noch einmal von rechts, dann komme ich das direkt im Anschluss einmal von links, dass er es auch mal von der anderen Seite kennt, dass er jetzt nicht sich auf eine Seite einschießt und von der anderen sieht das vielleicht ganz anders und gruselig aus. Aber auch das war überhaupt gar kein Problem. Dann gab es eine längere Schrittpause und dann ging es an einen kleinen Parcours. Und der beginnt hier aus der Ecke mit dem Sprung durch die Diagonale, mit dem wir auch am Anfang begonnen haben. Allerdings habe ich immer mal so ein paar Volten Zirkel mit eingebaut, weil ich natürlich gewährleisten will, dass ich in einer guten Distanz dahin komme und jetzt weder zu viel nach vorne noch zu viel zurückreiten will, weil das halt auch noch gar nicht funktioniert, da perfekt dann auch den Galopptakt zu halten. Deswegen wende ich den lieber nochmal ab und komme dann aber passend an die Aufgabe, dass er da auf gar keinen Fall das Vertrauen verliert. Super toll hier über den Ochser gesprungen, ganz fantastisch. Und jetzt der nächste Ochser ist dieser rote. Halleluja, gleich. Haut da mal richtig einen raus. War vielleicht ein bisschen weit, ja. Aber ich habe es durchgezogen und bin einfach durchgeritten. Und er hat das so selbstverständlich angenommen, das ist wirklich krass, was er da rausgehauen hat. Und da sieht man, was in ihm steckt. Und dabei noch so eine tolle Manier, so eine tolle Basküle zu zeigen. Jetzt auch hier eine Zirkelrunde, wieder Galopp finden zum letzten, nochmal mit der Mauer. Ach ja, stimmt, ich muss ja nochmal abwenden. Dann jetzt zum letzten mit der Mauer. Ganz, ganz toll, wie rund er sich da über dem Sprung macht. Und das war's auch. Wie gesagt, letzter Sprung, noch ein bisschen austraben. Damit war ich sehr zufrieden. Aber ihr werdet ja auch gleich am Ende nochmal ein kleines Fazit sehen. Oder besser gesagt, hören. Ja, und das war's auch schon. Ein paar kleine Einblicke für euch. Mehr konnten wir auch an dem Tag gar nicht machen, weil es ist natürlich noch sehr aufregend für ihn und auch körperlich sowie geistig fordernd. Also für so ein Jungspferd sind das natürlich sehr viele Eindrücke und gerade so das geistig zu verarbeiten ist natürlich die große Herausforderung und da darf man es auf keinen Fall übertreiben, weil sonst hat man ganz schnell Probleme, dass man dann in so ein Tief fällt und dann hat man Fehler, die passieren, dann muss man das korrigieren und dann wieder und wieder und wieder und dann schwindet die Kraft noch mehr und es wird einfach nicht besser. Deswegen haben wir an dem Tag wirklich den optimalen Zeitpunkt gefunden, um das zu beenden mit einer tollen Runde. Er hat das wirklich spitzenmäßig gemacht. Er entwickelt einen fantastischen Sprungablauf. Da bin ich echt gespannt, wie sich das noch weiter zeigen wird. Und ich hoffe jetzt, dass es euch gefallen hat, dass ihr natürlich weiter dran bleibt. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Für euch ist das meistens nur ein Klick. Für uns ist das aber eine sehr, sehr große Unterstützung, dass wir euch das hier auch weiterhin so zeigen können, dass wir euch so mitnehmen können. Und dann verabschiede ich mich jetzt ganz schnell. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auch hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin.